Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Revelations mit mir, dem Überbringer gemischter Nachrichten. Nein, dem Blackbeard. Und die Mission heißt Überbringer gemischter Nachrichten. Ich will nicht lang drum herum reden, sondern ich würde sagen, wir starten direkt durch. Denn Ezio hat den Standort der Templerarmee entdeckt, aber dabei einen Unschuldigen getötet. Sprechen Sie mit Süleyman über diese Tragödie. Für volle Synchronisation dürfen wir niemanden töten. Und wir akzeptieren natürlich und müssen direkt flüchten, so wie es ausschaut. Oder auch nicht. Oder so ein Taschendieb unterwegs, aber den ignoriere ich jetzt einfach mal ganz gekonnt. Wir kriegen keine Sorge. Oh. Ich muss heimlich eindringen, okay. Na, das hätte man mir auch mal sagen können. Schräg, schräg, müssen. Vielleicht sogar. Na gut, ich starte hier wenigstens hier unten und wir können uns einverstanden für teuer Geld, was wir leider nicht, eigentlich nicht haben, die Mädels anheuern. Und sind mit diesen ein wenig geschützt. Ich meine, wir sehen ja fast genauso aus wie so eine nette Roma-Dame. Na, fast zumindest. Mission, einen Kuss stehlen, war erfolgreich. Ey, wo geht ihr hin? Ach, ihr geht da runter, okay. Gebt ihnen was zum Nachdenken. Gut. So, euch nehmen wir wieder mit. Oh, hier muss ich ein bisschen, hier muss ich ordentlich Geld raushauen. Und da oben ist das Animus-Volkmann, welches wir noch haben wollten. Weswegen wir eigentlich hier hingekommen sind. Ich hätte nicht gedacht, dass da direkt die Hauptmission dann anfängt. Beziehungsweise die Story-Mission weitergeht. Das ist da oben drauf irgendwo. Nach euch. So, wir sind da. Haben es geschafft. Tadik war kein Verräter, Suleiman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott, vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tarik, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Kappadoce. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor. Süleyman! Süleyman, man stellte mir eine Falle und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tarik, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Keffe. Buonasera. Marcello, mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio principe. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Ich glaube, er ist nicht so überzeugt davon. Den Topkapi-Palast ungesehen verlassen? Oh shit, das heißt, wir müssen wieder Geld ausgeben. Und wir können uns das Fragment noch nicht holen. Schade eigentlich. Doch, wir können es uns holen. Wartet.
Danke. Abgemacht. So. Geht vor. Mädels, findet eure Ordnung wieder, bitte, danke. So, kurz warten. Die zwei, die biegen da vorne ab, alles klar. Und wir beeilen uns mal ein bisschen, Mädels, ne? Wir gehen einfach ein bisschen schneller. So, wir warten jetzt hier ganz kurz, bis das er sich umdreht und weggeht. Und dann klettern wir hier einfach. Oh, Mädels, bleibt hier um mich herum stehen, bitte, danke. Ansonsten geht immer ein bisschen ablenken. Wir verlassen jetzt. Ja, nicht dahin lenken, du blöd Mann. Wir verlassen ihn. Den Palast einfach. Boah, da wäre das beinahe noch schief gegangen. Ich glaube es ja nicht. Sehr schön. Aber 100% geschafft. Perfekt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Was tun wir? Wir haben das Fragment geholt und wir haben die Mission erledigt. Sehr schön. Ich würde sagen, dann gehen wir uns jetzt noch hier runter. Noch reisen noch einmal quer durch die Stadt. Ups, Entschuldigung. Jemand sollte euch ein bisschen Respekt. Platz, 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 weg. Ach du Schreck. So. Ist das Ding auf ihr? Nein, die werde ich jetzt nicht anrempeln. Das ist mir ein bisschen zu heikel, weil die sind so schnell unterwegs manches Mal. Das ist unglaublich. Ja, nicht nur manchmal, sondern eigentlich immer. Oh, das ist eine Idee. Die wollte eigentlich hier hinauf. Dann einfach mal über den Basar laufen. Um auch den letzten Turm vollständig unter unsere Kontrolle zu bringen. Die haben wir schon, die zweite Runde. Ach genau, hier war ja diese Mission. Alles klar, ich erinnere mich. Hier war ja diese Mission mit den Dieben. Wenn mich nicht alles täuscht. So, dann laufen wir mal weiter. 200 Meter haben wir noch vor uns. Und das ist eigentlich recht schnell geschafft. Denn Ezio ist ein meisterhafter Sprinter, möchte ich mal behaupten. Und wir sind wieder im Hippodrom. Sehr schön. Und ja, die Story führt uns dann als nächstes nach Kappadokia. Wenn ich das jetzt so mal richtig mitbekommen habe. So, da können wir mal gucken, wen wir denn jetzt hier einsetzen. Mal kurz hier mit interagieren. Wir können auf jeden Fall wieder ein Mädel. Ich würde sagen, wir setzen auf jeden Fall ein Mädel ein. Weil das ist doch mal selbstverständlich, oder? Auch die Mädels sollen mal hier unsere Festen quasi führen. Ja, er ist sowieso schon auf Maximum. Denen hier fehlt noch ein bisschen was.
Ich würde sagen, wir nehmen hier das Mädel. Um ein, zwei haben wir fünf Jungs, zwei Mädels für die Türme. Das passt doch dann wunderbar. So. Wie gesagt, wir nehmen das Mädel und entsenden sie. Merhaba, Mentor. Habt ihr bei all euren Reisen jemals den Namen Lysistrata gehört? Das Drama von Aristophanes? Nein, sie ist eine örtliche Schauspielerin, die sich nach einer Rolle in diesem Stück nannte. Sagt mir nichts. Kommt ihr ein Stück mit? Wir haben ein kleines Problem. Haben wir das? Die Schauspielerin, Teil 1. Finden Sie mehr über die seltsame Frau auf dem Platz heraus. Für volle Synchronisation darf mein Rekrut nicht verletzt werden. Ja, wir versuchen es. Wir versuchen es. Seit einiger Zeit gehen in der Stadt Gerüchte um, die ein gefährliches Licht auf Lysistrata werfen. Ich würde sagen, wir nehmen dann mal, ja, was machen wir denn da? Rauchbombe haben wir keine dabei, ne, Rauchbombe. Nee. Ja, komm, bleiben wir bei der Pistole. Wir befürchten, dass sie für das Verschwinden einiger bedeutender Männer im ganzen Reich verantwortlich ist. Doch ihr habt keinen Beweis? Noch nicht, aber heute vielleicht. Da ist sie. Und sie ist nicht allein. Ich folge ihr auf der Straße. Ihr nehmt die Dächer. Achtet auf alles Verdächtige. Ja, und wunderbar, sie entdeckt ihn ja natürlich direkt, weil sie direkt da vorne stehen bleibt, Anna. So ein Scheiß. Bloß weil der Depp zu blöd ist, die Wand hochzulaufen. Rennt sich strack vor die Wand vor, glitscht er sich an der Seite vorbei. Da ist sie. Und sie ist nicht allein. Ich folge ihr auf der Straße. Ihr nehmt die Dächer. Achtet auf alles Verdächtige. Jo, ich versuche auf alles Verdächtige zu achten, was es gibt. Und ja, folge über die Dächer. Sehr beeindruckend. Aber haltet euch besser fern von den Wachen. Mit. Wie soll ich denn da jetzt... Alter, ernsthaft? Gut, dann gehen wir hier über das, durch das Hippodrom. So. Ganz harmlos. Mit der Pistole niedergeschossen. Ich muss weg hier. Wow. Was ist denn hier passiert? Nee, ich will nicht so nicht plündern. Ich wollte eigentlich hier die Leichen plündern. Was ist denn hier los? No, komm hoch, schnell. Ja, so zieh dich hoch, Ezio. Blödmann. Ganz unauffällig, ganz leise mit der Pistole. Oder auch nicht. Okay, der ist auf mich scharf, der Junge da hinten. Alles klar, aber das passt wunderbar. Wolltest du nicht auf der Straße bleiben, Mädel? Aber es reicht hier, bei mir ist sicherer. So, wir folgen jetzt einfach mal hier oben. Huch, da dreht sich doch glatt gegen das Mikrofonständer. Gegen das Mikrofonständer, ja. Wunderbares Deutsch, gegen den Mikrofonständer natürlich. Sag mal, läuft die hier im Kreis oder was ist da los? Scheint mir fast so.
Mein Rekrut, wo ist er? Der hängt da hinten auf der Balustrade ab, alles klar. Sind die beiden golden? Ja, sind beide golden, alles klar. Optionales Missionsziel beendet, sehr schön. Und jetzt dem Rekruten folgen. Ja, ein bisschen tief der Sturz, aber okay. Arika. Ich frage mich ja, was das jetzt Ganze jetzt bringt, hier die Aktion. Nicht heute. Die ist weg. Ist sie weg? Die ist weg. Sie ist verschwunden. Wenn wir uns sputen, finden wir sie. Die Spur der Blablabla finden, okay. Gut, sie ist hier reingekommen, hier links gegangen. Ach, das ist hier los. Vergebt mir, Mentor. Ich griff vorschnell an, aus zu großer Entfernung. Ich hätte diese Hexe aufhalten müssen. Das ist hier passiert. Zu leben heißt zu lernen. Nehmt euch diese Lektion zu Herzen und sorgt euch nicht. Es wird andere Gelegenheiten geben. Volle Synchronisation. Perfekt. So, und damit haben wir jetzt einen sämtlichen Türmen doch einen Assassin zugewiesen, oder nicht? Wenn mich nicht alles täuscht. Oder haben wir noch irgendwo einen offen? Nein. Haben alle Türme zugewiesen. Sehr schön. Und deshalb würde ich sagen, ich gehe nochmal ganz kurz hier runter. Zu dem Turm. Meister-Assassinen-Rüstung freigeschaltet. Habe ich jetzt gerade richtig gelesen? Habe gerade gar nicht aufgepasst, was da aufgeblinkt ist. Madame, ihr habt euch hingelegt. Madame, ihr seid auch hingefallen. Ich bin arm, deswegen. Vergiss es einfach! So, wir bestehlen noch hier die Leute ein bisschen. Vergiss es einfach! Und wir treten einfach mal unseren Turm. Bevor die uns noch verprügeln wollen. So, und jetzt schauen wir doch mal. Leila, Maide, jawohl, Meister-Assassine. Sobald ihr schon 15 erreicht, kann diese Feste nicht mehr in die Hände der Templer fallen. Alles klar. Das heißt, sie müssen Level 15 werden und schon sind unsere Festen absolut uneinnehmbar. Wunderbar. Nee. Ich wollte doch eigentlich hier drin bleiben. Ich wollte doch da, mediterrane Verteidigung. Gehen wir nach Alexandria. Die Stadt zurückerobern, auswählen. Schicken euch zwei los. Für jeweils 750 GP starten die Mission. Was? Hier. Das gibt weniger Erfahrungspunkte als diese Mission. Aber egal. Würde ich sagen, schicken wir euch zwei los.
Und dann gehen wir noch nach Algier. Was haben wir hier noch? Die Stadt zurückerobern. Ja, komm, machen wir auch noch kurz hier. Dann schicken wir euch zwei los. Einen Kurier angreifen. Das klingt gut. Senden wir euch noch aus. Für jeweils knapp 1000 Erfahrungspunkte. Perfekt. Gut. Und haben dann noch einen übrig. Für ein Assassinsignal. Perfekt. So gefällt mir das doch. Wunderbar. Und wenn die, wie gesagt, wenn die 15 sind, kann die Festung nicht mehr angegriffen werden. Perfekt. Das gefällt mir doch. Das mag mir doch gefallen. Gut. Ihr solltet euch besinnen und beten. Weg! Nicht sie weg hier! Hilfe! Und wir machen noch ein bisschen Taschendiebstahl und überlegen uns gerade mal, was wir denn da noch machen wollen. Ich hätte noch ganz gerne hier so einen fetten Fisch, der so richtig viel Kohle dabei hat. Naja, egal. Was tun wir? Wir haben kein Geld, um großartig irgendwas einzukaufen. Eigentlich, ja gut, wir haben ein bisschen Geld haben wir, ja, aber nicht viel. Da würde ich sagen, begeben wir uns auf Richtung Hauptmission. Laufen wir da schon mal hin. Ich habe, was ihr braucht. Von traditioneller Medizin. Schneller machen. Verschwindet! Nieder mit euch! Nieder mit euch! Machen wir mal noch ein bisschen Taschendiebstahl hier. Müssen wir die Börse aufstecken. Haben wir nur 9000 dabei. Haltet euch da raus! Die springt einfach mal aus dem Fenster. Mein Schwager und seine Familie sind gekommen. So, dann begeben wir uns mal auf den Weg Richtung hoch. Nee, ich stimme, da kann er ja nicht hoch. Da kommt er ja nicht hinauf. Seid gegrüßt, mein Herr. Dummkopf! Bitte grüßt! Nicht schlecht. Vielen Dank für eure großzügigen Spenden, die ihr mir hier zukommen lasst. Und das alles ohne, dass hier mein Bekanntheitsstatus steigt, das ist natürlich noch besser. So, dann laufen wir mal durch den Bazar. Habt ihr wenigstens ein bisschen mehr dabei? Nein, ich hab auch nicht. Ich hab auch nur so Kleinkram dabei. Wie wollt ihr denn da einkaufen? Wenn ihr noch nicht mal Geld dabei habt. So, hier haben wir ja eine Bank. Da können wir so ein bisschen Geld abheben erstmal. Oh, 23.000 auf der Bank. Sehr schön. In die Richtung wollte ich. Nieder mit dir! Er wird seine Gründe haben. Halt, was ist los mit euch? So, und dann gehen wir mal Richtung Hauptmission. Dum, 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 dum.
Oh. Hey, macht euch das Spaß? Hinfort mit euch! Sayin Auditore! Ach nee. In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwohin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Halitsch und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier, ich habe etwas für euch. Vorsicht, es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Okay. Siegel setzen. Manuel ist über das Meer aus der Stadt geflohen und die Janitscharen wollen Ezios Tod. Gehen Sie den Janitscharen aus dem Weg und verlassen Sie die Stadt, um Manuel zu folgen. Volle Synchronisation, niemanden mit Klingen töten. Wir versuchen's. Wir versuchen's, würde ich sagen, oder? Aber, wie schon angekündigt, erst in der nächsten Folge. Ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet dann noch nächste Folge wieder ein, hier bei Assassin's Creed Revelations. Wenn wir letztendlich Segel setzen, mit mir in Blackbeard. Bis dahin.